Mahlzeit, ihr Krawallbrüder, Knochen wieder hier. Ja, diesmal gibt es zwei Kämpfe. Im Prinzip kann ich das so schnell erklären, dass eigentlich das Video schon wieder beenden könnte. Aber ich ziehe es ein bisschen in die Länge. So macht das auch jeder hier. Also, wir holen die zwei Basen, die jetzt hier zu sehen sind. Die beiden braunen, die übrigens nicht zu unserem Nemesis gehörten. Ja, also, die gehörten nicht zu Primero, sondern der eine, der gehörte mal offensichtlich zu uns. Wenn ich mich recht entsinne, war in dem Video davor genau auch eine Basis von diesem Paul Panzer oder so. Kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, ist schon zu lange. Ich mache so viel Zeug, ich kann mir sowas einfach nicht merken. Aber es kann gut sein, dass er das auch war. Der hat jetzt wahrscheinlich zwei nebeneinander. Wundert mich aber immer noch, dass der Gegner nicht versucht hat, die zu holen. Ja, okay. Logischerweise sind die für ihn braun und er geht davon aus, dass das vielleicht eine von uns sein könnte. Und da er jetzt nicht die Möglichkeit hätte, sich ewig überall durchzuwuseln, ja, und da mal nachzuschauen, wer das denn ist, kann ich verstehen, dass der vielleicht da nicht weiter nachgeguckt hätte oder nicht weiter nachgeguckt hat. Was aber trotzdem komisch ist, ist, der hat ständig seine Hauptbasis da unten. Der hätte ja mal einfach irgendwelche schrottigen, so wie es ja ständig mal Willis bauen können. Und wenn er mal geguckt hat, wem gehört diese, also so in einer bestimmten Peripherie, weißt du, so Umkreis, sagen wir mal 200 Meter. Wem gehört da was und kann man da vielleicht irgendwas machen? Hätte er die früher oder später entdeckt und hätte sich auch sagen können, okay, die versucht ihm einfach zu holen. Ne? Jetzt kommt natürlich darauf an, was ist noch daneben, klar, aber naja, jedenfalls hat er die nicht geholt. Und die andere Basis, also die letzte, die dann hier unten wäre, die gehörte auch nicht ihm, sondern jemand von einer anderen Truppe, die auch relativ groß waren. Ich habe die nicht nachgeschaut, ich weiß nicht mehr, wie groß sie jetzt sind. Omikron 13? Omikron 13? Ja, kommt ungefähr hin. Ich glaube, das waren die Omikron 13. Und war auch ein bisschen verwunderlich, dass die überhaupt noch da unten war. Ich sehe ja auch niemanden eigentlich von Omikron. Meistens sehe ich hier Matrix-Leute, die da hier auf der Karte noch rumwuseln. Aber wie ihr seht, sie ist ziemlich angebläut. Wie wir Fachleute ja heute hier sagen. Ja, sie ist schon ziemlich angebläut und ich bin guter Dinge, dass das tatsächlich bis Ende des Jahres dann noch fertig wird und man endlich auf eine andere Karte ziehen kann. Es darf natürlich nicht schon wieder einer ausfallen, sodass man seine Basen noch zurückholen muss, weil er irgendwie rausgeschmissen wurde dann vom System oder sowas. Weil wir selber schmeißen eigentlich niemanden raus. Weil die jetzt eigentlich mit uns spielen, ja auch die sind, die aktiv sind. Ich habe jetzt ein paar Tage nur mal kurz reingeguckt, weil die sich, einen Tag waren zu wenige da. Zu der Zeit, wo ich rumgeguckt habe. Die Kollegen spähen hier immer ein bisschen, gucken, was sind das für Basen und so weiter und so fort. Wir haben schon jetzt Pläne für die nächsten. Jetzt hatten sich ein, zwei Tage um eine andere Karte gekümmert, um da irgendwelche Basen noch zu holen. Ja, ist schon eine Tausender-Karte gewesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich mich dafür nicht so interessiere. Ich interessiere mich tatsächlich eher für die Karten, auf denen ich auch bin. Und wenn ich mal was von einer anderen Karte aufgenommen habe, eigentlich nur, weil ich dann schon lange kein Panzer Rush Video aufgenommen habe und ja, dann hier gefragt wurde, wie sieht's denn aus? Da kommt immer wieder hier Panzer Rush und ich dachte, ey, ich habe doch nichts zum Zeigen hier. Ja, dann habe ich tatsächlich mal ein paar Kämpfe von einer anderen Basis aufgenommen. Aber tatsächlich interessiert mich eher dann, wo ich auch bin, ne? Oder es ist wirklich viel los auf einer anderen Karte, auf der ich gerade nicht bin, sodass ich mal rüber hüpfe und da mal gucke. Ja, und ansonsten waren es eigentlich ziemlich saubere Kämpfe. Mit sauber meine ich immer kein Störfeuer oder sonst was. Wir sind einfach ran, haben Bestes gegeben, was nicht sonderlich schwer ist, denn du brauchst einfach nur einen Haufen Breder, die du ranfährst. Und ey, wir hatten nicht mal Bomber, glaube ich. Also ich glaube zwei, drei Bomber, also weil der Kollege String, unser englischsprachiger Kollege, der halt auch tonnenweise Bomber hat, der war nicht da und ansonsten hatte glaube ich kein Kollege hier irgendwelche Bomber parat. Letztendlich, ja, waren halt auch nicht notwendig, man hat halt den ganzen anderen Scheiß, also Breda ohne Ende raufgefahren und der eine Kollege halt mit seinen GPFs, Saint-Charmant oder wie das, keine Ahnung wie man es ausspricht, Charmaine und ja, da haben wir noch die Highway ein bisschen gesichert, damit hier nicht gleich wieder Leute rüberfliegen. Zumal, weil eigentlich, jetzt wo ich das so sehe, ich sehe ja, wo es gesichert ist. Die hätten natürlich auch von Süden kommen können. Und vom unteren hätten sie natürlich auch rüber. Gut, der Weg ist dann, ja, ich kann es verstehen, das ist schon ein ziemlich weiter Weg. Aber jetzt für eine untere Basis. Die gehört ja keinem von denen, die hier aktiv sind, von daher ist auch egal. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich erzähle, ich komme gerade vom Friedhof. Und es regnet auch noch und ja, das ist jetzt nicht der Suizidale, ne? Also ich wollte es nur, vielleicht bin ich ein bisschen bedrückt oder so. Nee, ehrlich gesagt, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich weiß nur nicht, was ich hier eigentlich groß erzählen soll. Wie gesagt, waren saubere Kämpfe ohne Störfeuer, zwei Basen geholt an zwei verschiedenen Tagen.
Die haben mittlerweile noch eine andere geholt gehabt. Wenn ich mich recht entsinne, aber ich habe das nicht aufgezeichnet. Ich habe das erst gestern gesehen, ich habe kurz mit denen gequatscht. Und da haben sie besprochen, wo als nächstes angegriffen werden wird. Eventuell lade ich noch mal ein bisschen Gold auf. Jetzt aber das schon langsam Monatsende, ne? Also Geld ist noch da, aber Goldreserven, ne? Sind schon ein bisschen ausgeschöpft. Ja, mein Bargeld ist verbraucht. Ich muss jetzt mit echten Diamanten zahlen. Wird langsam anstrengend. Wenn ich ein Boot kaufe. Nee, ja, vielleicht hau ich noch einen Zehner rein oder so. Muss ich mal schauen. Und ansonsten will ich mich demnächst nochmal um Base Attack Force kümmern. Da ist auch was passiert, kann ich jetzt noch nicht weiter verraten, ne? Sonst guckt ja wieder keiner. Aber da geht's auch ein bisschen ab. Ja, und ansonsten, wir schreiten voran, wir schreiten voran. Knifflig wird es in der Mitte, weil drumherum ist, obwohl, nee, so knifflig wird das auch nicht. Es ist ein bisschen Gewässer, aber wir können ja da, wo die Schienen sind, ne? Müssen wir von unten aufräumen. Und am besten wäre es so abwechselnd von unten, oben, links, rechts, so, ne? Immer mal wieder. Da sind auf jeden Fall noch Leute dazwischen, die nicht zu Matrix gehören, sondern wahrscheinlich zu Omikron. Paul Panzerbahn, ich weiß es nicht. So, wir haben schon lange nicht mehr reingeguckt, aber da würde ich dann auch mal rauffahren. Am liebsten wäre es erstmal von oben, weil ich da noch Truppen habe, wie man sieht, ne? So von rechts oben. Würde ich gerne schon mal nochmal irgendwie rüberbrettern. Ah, mal gucken, was die Kollegen sagen. Ja, ansonsten war es das hier eigentlich auch hier. Viel Spaß noch beim Rest des Videos. Hab ja nichts weiter zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten. Ja, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Das hat aber lange genug gedauert.